Ich heiße Dagmara Sosnowska und leite den Treff hier und ich freue mich sehr, dass Sie heute, liebe Gäste, den Weg zu uns gefunden haben. Und ich freue mich sehr, Sie beide bei uns begrüßen zu dürfen, Dayan Kodua und Frau Dr. Corina Toledo vom Verein Frau Kunstpolitik. Die Bücher sind sehr wichtige Begleiter in unserem Leben. Sie eröffnen Welten, sie verändern vielleicht Perspektiven auf das, wie wir die Dinge sehen. Und ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass wir unterschiedlichste Bücher in unseren Bibliotheken haben. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoll, wenn wir auch die Autoren kennenlernen können, die hinter diesen Büchern stehen und sich die Arbeit machen. Und ich finde halt solche Treffen, ja, die sind einfach etwas Besonderes. Und deshalb freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Dankeschön. Wunderbar, dann mache ich weiter. Also Frau Kunstpolitik hat sich schon gesagt, also ein paar kennen das auch, ist eine interdisziplinäre, transnationale und außeruniversitäre Plattform mit Frauen und für Frauen. Ein paar Männer sind auch dabei, die uns also auch unterstützen, auch finanziell und auch in den Projekten. Wir sichtbar machen möchten Feminismus oder die verschiedenen Feminismen, die es inzwischen gibt, aus Lateinamerika und Afrika und migrantischer Feminismus hier in Deutschland und schwarzer Feminismus, gibt es auch Theorien, dass es dann auch nicht ein Kampf gegen den einzelnen Individuen als Mann, sondern gegen die Strukturen. Und einer dieser wichtigen Momente ist eben, habe ich auch eben gelesen, dass Dayan Kodua sich da vorgenommen hat, nicht nur die Bücher eben halt dann sagen, ja, welche Vorbilder gibt es auch für mich und für andere Menschen, für Frauen und so weiter. Aufgrund ihrer Geschichte habe ich gelesen und dann noch dazu das Kinderbuch, wie du auch. Wow, habe ich gesagt, das ist ja nicht nur, dass man eben Vorbilder sein will, sondern auch von klein auf die Intention in den Schulen zu zeigen, es gibt ja auch eine Vielfalt in der Einheit, respektvoll. Und das hat mich total fasziniert und habe sie gefragt, wenn ich die Finanzierung bekomme, ob sie hierher kommen möchte und ja, diesen Weg zeigt, aufzeigt und erzählt. A, wie die Bücher entstanden sind, wer sie ist und wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, diese Bücher oder diese Menschen zu interviewen oder das Kinderbuch auszuschreiben. Und dann nicht nur das, sondern auch selber Herausgeberin, weil das ist ja auch nicht leicht. Die sind sehr mutig, so einen Weg aufzuschlagen und, ja, und bis heute weiter zu gehen. Gratuliere ich dir und vielen, vielen Dank, dass du aus Hamburg gekommen bist. Und bei dem wunderschönen Wetter und das Publikum natürlich auch, danke ich sehr dem Publikum, dass wir mit dir und von dir was lernen und gemeinsam eventuell auch, wenn wir eigene Erfahrungen bei den Diskussionen, das Publikum uns die eigene Erfahrung dazu erzählt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und wir beginnen. Dankeschön. Ja, danke schön, liebe Corinna. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, sonntagmorgens. Könnte man auch im Bett liegen oder schön frühstücken gehen. Und dafür danke ich, dass Sie sich den Weg hierher gemacht haben. Ich stelle mich erstmal ein bisschen vor und dann erzähle ich, wie ich dazu gekommen bin, das erste Buch, mein Black Skin, überhaupt herauszugeben. Das ist erstmal hier. Und dann werde ich was Kurzes rauslegen von einer der Protagonisten. Und da würde ich mich ein bisschen mehr dem Kinderbuch widmen. Wenn du Lust hast, kannst du gerne nachher zu mir. Dann kannst du auch ein bisschen mitlesen, kannst du dir überlegen. Ja, also mein Name ist Dayan Kodua. Ich bin in Ghana geboren. Ich bin mit 10 nach Deutschland gekommen. Habe mich dann in Kiel ganz normal in einer Vorbereitungsklasse anfangen müssen, um eben die Sprache zu lernen. Und das war für mich am Anfang wahnsinnig schwierig, weil ich überhaupt kein, man hat ja gar keinen Bezug zu dieser Sprache. Das ist ja, haben wir auch nicht in der Schule gehabt oder so, dass man denkt, so, das haben wir schon mal gehabt. Okay, Englisch, ja, aber deutsche Sprache ist ja schon sehr, sehr kompliziert. Und so habe ich wirklich die ersten 4, 5 Jahre echt gekämpft, um überhaupt irgendetwas zu verstehen. Die Schwierigkeiten
waren hauptsächlich, dass ich immer gedacht habe, wozu braucht man Daddy das und eine, kann man nicht einfach der für alles nehmen und eine braucht man auch nicht. Aber ich musste ganz, schnell feststellen, dass es gar nicht geht. Es war hart, aber es war natürlich, ich hatte eine Vision, ich hatte eine Idee, weil ich irgendwann meinen Vater fragte, die Menschen um uns herum, also das waren Akademiker, LehrerInnen, Leute, die wirklich tolle Berufe hatten in Ghana, und die hatten alles aufgegeben durch diese Putschzeit damals in den 80ern und haben quasi hier angefangen mit nichts. Und somit haben viele dieser Menschen geputzt und auf 400 damals noch D-Mark-Basis gearbeitet. Und mein Vater hat immer dafür gesorgt, dass wir wirklich die Sprache so schnell wie möglich lernen, damit wir das nicht machen müssen. Ja. Nach der 10. Klasse habe ich dann weitergemacht und habe die Abitur gemacht, und um meinem Vater natürlich eine gewisse Grundausbildung auch zu zeigen, guck mal, Papa, Ausbildung, habe ich mich dann als staatlich geprüfte Wirtschaftsassistentin quasi meinen Abschluss gemacht. Und danach habe ich gesagt, ich gehe nach Berlin. Und meine Eltern hatten natürlich, bevor ich sagte, ich gehe nach Berlin, gedacht, ich werde eine Ärztin, ich werde vielleicht anfangen zu studieren, irgendwas Sinnvolles. Nein, ich bin Künstlerin geworden, ich habe gesagt, ich werde Schauspiel studieren. Und meine Eltern sind natürlich noch niemals im Leben mit Schauspielerei, Kunst in Verbindung gekommen. Und die Frage war, wie willst du denn überhaupt dein Leben bestreiten? So, das geht. Ich habe gesehen, andere Leute kriegen es ja auch hin. Und so sagte mein Vater, na, wenn du hingehst und uns nicht fragst, wie wir deine Miete zahlen, dann kannst du das ausprobieren. Nach einem Jahr kannst du wieder zurückkommen und dann Ausbildung machen oder irgendwas Sinnvolles. Und ich habe es hinbekommen. Ich habe mein Schauspielstudium in Berlin beendet, 3 Jahre später, und bin dann in den Staaten gegangen, und um da einfach mal mich auszuprobieren, und bin dann 5 Jahre in Los Angeles geblieben. Und in dieser Zeit hat mich dann quasi das Leben dort und die Menschen, die ich kennenlernen durfte, wahnsinnig geprägt, weil das war für mich zum ersten Mal, dass ich gesehen habe, dass schwarze Menschen alles sein können, weil die hatte ich ja hier nicht als Kind. Diese Vorbilder gebraucht habe und nicht sehen konnte, bestimmt gibt es auch ganz, ganz viele junge Mädchen und auch Jungs, die das auch haben möchten. Und so entstand die Idee von My Black Skin. My Black Skin war am Anfang ein bisschen umstritten, weil viele meiner Freundinnen, also weiße Freundinnen, gesagt haben, wieso der My Black Skin, das ist doch total Schwachsinn. Dann habe ich gesagt, naja, aber so eine Idee ist ja nur entstanden aufgrund meiner Hautfarbe. Also wenn ich weiß wäre, würde ich ja nicht auf diese Idee kommen. Also das wäre ja gar nicht wichtig in diesem Land. Aber wenn man natürlich weiß ist und man ist in Afrika und man möchte irgendwas bewerten, dann könnte man auch sagen, mein Light, mein White Skin oder so, was weiß ich. Aber ich bin hier, ich möchte was verändern, und deshalb ist diese Idee und dieses Buch nur wichtig und notwendig, weil ich schwarz bin. Und Schwarz erfolgreich Deutsch war einfach für mich so wichtig, weil ich einfach zeigen möchte, schwarz, wir können auch genauso deutsch sein und auch erfolgreich. Alles in einem, und das existiert und das sind wir. Auch wenn ich nicht hier geboren bin, es sind viele Generationen, die hier geboren sind, die, dessen Eltern wiederum hier geboren sind, die noch deutscher sind als viele Deutsche. Und die... Vor allem, was ist deutsch? Richtig, absolut, was ist deutsch? Ja, und deshalb habe ich gedacht, das ist genau richtig, das mache ich. Und so habe ich angefangen, die ProtagonistInnen zu googeln. Es war nicht ohne, aber was googelt man überhaupt? Also habe ich angefangen, Leute zu fragen, kennt ihr Kinderärzte, kennt ihr LehrerInnen? Habe ein bisschen im Internet recherchiert. Und so kam die einzelne Person zusammen. Ich finde, Vorbilder können alle sein, können aus überall her sein. Aber die Schwarzen ermöglichen die anderen auch zu sehen, dass sie sich nicht klein halten müssen. Und vor allem, wenn die LehrerInnen sagen, du kriegst das nicht hin, dass sie sagen, doch, der oder die hat sie auch hinbekommen, ich bekomme es auch hin. Das ist für mich der Grund dahinter. So, seine Mutter erhielt die Nachricht am Telefon und war entsetzt. Auch unter seinen Freunden
zeigen sich einige wenig begeistert, als Simon Moningbin ihnen von seinem Entschluss berichtete, Polizist in seiner Wahlheimat Hamburg zu werden. Bis zu dem Moment, als der gebürtige Kameruner in einem Afro-Shop mit einem Einstellungsberater der Polizei ins Gespräch kam, hatte er an der Verwirklichung seines Jugendtraums gearbeitet. Ein Flugzeugbaustudium hatte Moningbin aufgenommen, nachdem er zuvor ein Praktikum bei Airbus absolviert hatte. Ich war schon als Kind fasziniert von Flugzeugen. Die konnte der Junge ausgiebig beobachten, denn seine Familie lebte damals in der Nähe eines Flughafens und schon als Siebenjähriger löcherte der kleine Simon seinen Onkel mit Fragen zu diesem Verkehrsmittel. Dessen Antwort war kurz und knapp: Wenn du davon etwas verstehen willst, dann musst du sehr gut in Mathe sein. Rückblickend sagt der heute 45-jährige Moningbin, das kann schon der Grund dafür gewesen sein, dass ich mich in Mathe sehr angestrengt habe. Die weiterführende Schule, die der Junge bis zum Abitur besucht, hat einen mathematischen Schwerpunkt. 4 Semester Mathematik studiert der zweitgeborene Sohn einer Hausfrau und des Leiters eines Fischerfirmen anschließend. Doch dann werden die finanziellen Schwierigkeiten immer größer, in die Mutter mit ihren 4 Kindern nach dem Verkehrstod des Alleinverdieners geraten ist. Die Familie muss aus einem gutbürgerlichen in einem ärmeren Stadtteil ziehen. Aber auch so reicht das Geld trotz Unterstützung durch einen Cousin nicht mehr aus, um das Studium zu finanzieren. Moningbin jobbt mal hier, mal dort und landet schließlich in einer Versicherungsfirma. Die ganze Zeit aber hat er immer noch im Hinterkopf, eines Tages an die Uni zurückzugehen. Sein Traum sollte sich erfüllen, auch wenn weit von zu Hause, in Deutschland. Denn Moningbins Tante lebt dort. Sie hat mir die Chance gegeben, dass ich hierher kommen konnte und während des Studiums bei ihr leben konnte. Bereits in Kamerun bereitete sich der Versicherungsangestellte mit einem Buch über deutsche Grammatik auf. Als er dann von der Möglichkeit erfährt, eine Ausbildung bei der Polizei zu absolvieren, reizt ihn der Gedanke, der erste schwarze Polizist in Hamburg zu werden. Wenn das nicht geklappt hätte, hätte ich mein Studium wieder aufgenommen, war sein Plan B. Um sich auf die Aufnahmeprüfung bei der Polizei vorzubereiten, belegt Moningbin Deutschkurs an der Abendwirtschaftsschule. Seit der Schutzpolizei ihm in ihre Reihe zurückgeholt hat, ist der kräftige 1,90 Meter Hühne wieder in Uniform auf der Straße unterwegs. Dort drehen sich viele Köpfe nach ihm um. Auf den ungewohnten Anblick reagieren einige mit ablehnender Mimik. Andere sind geschockt. Regelrechter Hass von Rechtsradikalen schlägt ihm jedoch bei Demos in den neuen Bundesländern entgegen, wo er nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei Dienst leistet. Bei diesen Einsätzen erfährt er aber gleichzeitig auch Zusammenhalt und Unterstützung von seiner Kollegen. Wie ist denn dieser Mensch, der Polizist ist? Ich hatte ihn ja vorher noch nie gesehen und war total überrascht, wie riesig der ist und dann so sanft und so klar und mit den Zielen und Träumen. Du hast Interviews mit ihnen gemacht und den Text geschrieben oder sie haben ihre Biografie gegeben und du hast dann irgendwie korrigiert? Ich habe eine Journalistin an meine Seite gehabt, eine professionelle, weil das war für mich ganz klar. Und dann sind wir tatsächlich von Protagonist zu Protagonist gegangen und haben quasi Kaffee trinken und die Interviews gemacht. Das heißt, ich habe die Fragen vorbereitet und aus den Fragen wurden quasi die Geschichten quasi geschrieben. Genau. Dann vorgehen. Genau. Und wie heißt die Journalistin? Denn ich meine, das ist Susanne Dorn. Sie steht auch drin. Drauf. Okay. Genau. Sie steht. Ja, und es ist für mich total wichtig, diese Vorbilder, diese Menschen einfach zu zeigen. Und oft bin ich mit einigen Protagonisten in Schulen in Hamburg. Meistens IGS, also Gesamtschulen, 7., 8., 9., 10. Klasse und machen Workshops und
versuchen über Vorbilder zu sprechen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und auch mal zu gucken, auch wenn ich eine Idee habe, etwas machen zu wollen, diese Idee kann ich wirklich umsetzen und darf auf keinen Fall aufgrund meiner Hautfarbe zurückschrecken oder mich nicht bewerben. Und ich habe viele UnternehmerInnen auch angesprochen, wie das aussieht mit Bewerbungen von schwarzen Menschen. Und es ist erstaunlich, viele bewerben sich ohne Foto. Und das, warum denn? Und viele wissen nicht, warum das ist, aber einige haben gesagt, ich habe dann dieser Bewerber tatsächlich eingeladen, weil er oder sie kein Foto hatte. Und der Grund war, naja, wenn sie sehen, dass ich schwarz bin, kriege ich ja die Stelle sowieso nicht. Und das ist traurig. Das ist einfach traurig, weil dadurch junge Menschen ihre Vision, ihre Ziele nicht verfolgen können, weil die Angst ja so in den Köpfen Platz gefunden haben, dass ich einfach nur wichtig finde, je mehr Vorbilder sichtbar sind, je mehr Vorbilder die Leute sehen können, desto entspannter und desto einfacher auch für die Unternehmerinnen zu sehen, ach ja, klar, natürlich, warum? Ist ein Anwalt, warum nicht? Und in den Workshops und in den Schulen erfährt man natürlich dann auch die Ängste dieser Jugendlichen. Was macht euch Angst? Wieso bewirbt ihr euch nicht? Was glaubt ihr? Und oft kommt natürlich in den Gesprächen heraus die Angst vor Ablehnung. Aber nicht aufgrund der Qualität, nicht wirklich, nicht, dass sie nicht qualifiziert sind, sondern aufgrund der Hautfarbe. Und dass wir das noch in 20, ich meine, das Buch ist 2014 rausgekommen, im zweiten Teil kommt jetzt im Herbst diesen Jahres auf den Markt, ist es immer noch sehr, sehr traurig, weil das noch sehr, sehr präsent und noch sehr aktuell ist, dass die schwarzen Menschen nicht für das gesehen werden, was sie wirklich sind, sondern dass immer erst mal die Hautfarbe im Vordergrund kommt. Und wenn man Glück hat, möchten die Leute dahinter noch mal sehen. Ich bin ja auch immer wieder überrascht. Ich habe einen Protagonist in dem neuen Buch, der ist Deutschland erster Bankdirektor, hier in München sogar. Und da bin ich natürlich auch total überrascht. Wie, verstehe ich überhaupt nicht. Ich wusste, in Hamburg habe ich noch nie einen schwarzen Banker gesehen. Das muss ich sagen. Vielleicht in Düsseldorf oder in Köln, aber in Hamburg habe ich mit den Augen noch nie einen schwarzen Banker gesehen. Und das zu sehen, dass in München, weil ich finde München schon manchmal ein bisschen spießig, aber dass er hier in München Bankdirektor, also muss ich ehrlich gestehen, da war ich wahnsinnig überrascht. Und das fasziniert mich, weil ich lerne ja auch auf dem Weg ja wahnsinnig viel dazu. Genau. Aber nicht nur das, du hast erzählt, dass ja auch eben halt auch diesen Trachten darauf besteht, ja, ja, dass er ja, der besteht. Auch Deutschland überall verteidigt, oder? Ja, ja, das ist also, das ist einer, der ist in Kamerun geboren und auch dort aufgewachsen und kam, glaube ich, mit 15, 16 nach Deutschland und hat die Sprache, so wie ich auch damals, gelernt und spricht Bayerisch. Und kam nach Hamburg an und er hatte... Also wir haben alle Fotos in Hamburg gemacht im Studio. Das heißt, alle Protagonisten mussten nach Hamburg kommen. Und der hatte diese Trachten. Und zwar braun und so oben grün. Lederhose. Und mit Laptop, wie der Herz mal sagt. Und so ein Schuh, also so schwarze Schuhe. Und ich musste lachen, weil ich dachte so, das sieht irgendwie witzig aus. Ich dachte, wieso denn? So laufe ich auch sonst rum. Und war das der erste Blick in Hamburg. Ich meine, jeder hat natürlich geguckt in Hamburg. Ne? Also ich glaube, das ist egal, ob schwarz oder weiß. Wer so nach Hamburg kommt, gucken alle anderen Leuten. Aber der war so stolz. Man hat gemerkt, dass er richtig stolzer Bayer ist. Eine Frage, ich hätte noch zu dem, wie er sagt, es ihm halt, ob es Ablehnung gab. Und wie kamst du dazu, auf diese persönliche Alle über Internet oder auch über... Empfehlungen von anderen, ich kenne den oder ich kenne sie und hat die und die Positionen oder sowas erreicht und könnte auch ein Vorbild sein. Wie waren dann die Quellen dazu? Das war so, ich habe wahnsinnig viel recherchiert, also ich war Tag und Nacht und mein Mann hat irgendwann gesagt, mal schläfst du auch? Und ich so, ja, ich musste die Liste zu Ende suchen und die Schwierigkeiten bestand tatsächlich, dass wahnsinnig viele Ghana präsent sind im Internet. Aber das Buch kann ja nicht nur über Ghana, Menschen aus Ghana bestehen. Das heißt, die Schwierigkeiten fand ich insgesamt, also beim ersten Buch,
jemanden zu finden aus Togo, aus, also in Afrika, ein Riesenkontinent, wo kommen die alle her? Ich habe tatsächlich in dem Buch mehr Ghana als alle anderen, weil die waren schneller zu finden. Und ich hatte dann zum Beispiel der Professor Janka, der war Herzchirurg, einer der renommiertesten weltweit, der war in Charité, aus Ghana ist er, und ihn habe ich gefunden. Und in meiner Recherche habe ich gesehen, ach, der hat ja einen Sohn. Und sein Sohn ist Musikmanager. Und so habe ich dann Vater und Sohn in ein Buch reingenommen. Und so kam dann, ne, also dieser Kontakt zusammen. Oder ich habe dann eine Lehrerin gefunden, und sie sagte, ach du, ich habe eine Freundin, sie ist Ärztin, ich habe eine Freundin, sie ist Gymnasiallehrerin. Und dachte sie, ja wunderbar, dann kann ich euch ja beiden, also so kam dann eben die einzelne Person zusammen. Das heißt, es ist noch so in den Köpfen, dass Deutsch weiß sein muss, komplett, also keine Mischung. Und aber mittlerweile denke ich, dass man anders denken sollte. Ich finde, Deutschland war schon immer gemischt. Also ich meine, im Ersten Weltkrieg haben hier schwarze Menschen gekämpft. Viele sind auch geblieben, haben sich mit weißen Menschen zusammengetan, und daraus sind Kinder entstanden. Und diese Kinder kennen Afrika nicht mal und haben wiederum Kinder und haben wiederum Kinder. Und dann kommt manchmal eben diese dunkle Gene durch, und dann sind es schon Ausländer. Und das, ich kenne viele, die wirklich darunter leiden. Ich kann verstehen, weil ich in Ghana geboren bin. Ne, wenn man sagt, du gehörst nicht hierher, ne, du bist keine Deutsche, damit kann ich leben, ich habe einen deutschen Pass, aber das ist ja nur. Ne, heißt es, du hast dadurch deine Ghana, du kannst nicht beides haben? Nein, leider nicht. Ich kenne ja das Problem auch. Ah, das finde ich sehr, sehr traurig. Deswegen bin ich. Ich habe meine Nationalität behalten, und meine Kinder sind immer doppelt. Und meine Enkel sind auch immer doppelt. Das ist das Absurde, ne? Ja, also ja. Als Kind war man immer so ausgegrenzt, ich wollte immer dazugehören. Und habe dann natürlich irgendwann gesagt, na, ich bin auch hier geboren und so. Hier, guck mal, mein Pass. Mittlerweile weiß ich, dass man natürlich versucht, sich da wie ein Chamäleon da rein zu pressen, um einfach mal gesehen zu werden von den Freundinnen und alles drum. Aber es hat mit Identität zu tun. Ja, und ja, es absolut. Gibt Familien, ja. Ich betreue unter anderem togolesische Familie, ja. Also die unten geboren sind, haben ihren, also Mama und Papa sind Togolesen, die Kinder, die hier sind, sind Deutsche. Ja. Und nicht Togolese, die werden nicht dann erkannt. Also schon diese Spaltung dann in den Familien. Ja. Ja. Also diese zwei Identitäten auch als Bereicherung, dieses Horizont zu erweitern, was ich da hier gelernt habe, oder ich habe auch in Venezuela gelebt, anzunehmen, das Positive und das Negative zu lassen, oder eben in Chile. Nicht alles da ist gut und nicht alles ist schlecht. Also diese Bereicherung, finde ich, es ist für mich ein großes Privileg, zu sagen, was nehme ich von hier an, und zu sagen, ich bin ja durch mein Studium, durch das, was ich alles erfahren habe. Also ich verstehe das gut, dass auch Kinder da Probleme haben, keine Vorbilder. Aber wie nehmen Sie die Entwicklung wahr? Es wird, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall eine Entwicklung gibt. Also das sehe ich total, und ich sehe das unter anderem auch, weil ich mit dem Kinderbuch in besonders Hamburg und Berlin in vielen Kitas und Grundschulen unterwegs bin, und ich sehe, wie die Kinder auf mich reagieren. Und ich stelle immer fest, je mehr Kinder mit anderen Kindern aus überall her zusammenspielen, desto weltoffener gehen sie dann auch als Jugendliche und dann hoffentlich natürlich später als Erwachsene durch die Welt. Weil sie schon gelernt haben, dass wir irgendwie alle doch Menschen sind und dass die Leute nicht unbedingt minderwertiger sind, wenn sie aus Indien sind oder aus Afrika oder aus China oder sonst wo. Und ich finde, das geht nur, wenn man wirklich ganz früh bei den Kindern anfängt. Manchmal auch wirklich nicht mehr weiß. Und es auch da sehr viel unterschiedliche Haltung gibt. Absolut, ja? Absolut. Was ich natürlich dann auch nicht richtig finde, auch aus unserer schwarzen Sicht finde ich das auch nicht gut, dass wir uns, also wir Schwarzen, uns manchmal selbst das ein bisschen schwerer machen als es. Ja, diese. Also ich glaube zumindest, ich kann nur für die schwarzen Bevölkerung reden, ich glaube, der Grund, warum die Schwarzen diese Frage, wo kommst du her, so ablehnen, ist, dass wir das immer bekommen. Na, das ist immer so,
das kriegen wir so oft, dass man irgendwann denkt so, ja, ich weiß, ich gehöre nicht hierher. Und ich glaube auch aufgrund dessen, dass man automatisch, wenn du schwarz bist, kannst du ja gar nicht deutsch sein, ist es automatisch, wo kommst du her? Weil ich kriege die Frage natürlich regelmäßig. Und vor allem gleich am Anfang, ja, oder? Ja, gleich am Anfang. Mhm. Ja, wo kommst du her? Bevor man überhaupt weiterredet. Und ich habe mir dann irgendwann auch Spaß gemacht und habe gesagt, du, ich bin aus Kiel. So. Darf ich mal was sagen? Ja. Also ich kriege das auch immer wieder. Und ja. Wenn jemand sowas sagt, dann sage ich sofort, wo kommen Sie her? Aha. Und wieso sind Sie eigentlich hier jetzt genau an dem Tag? Und dann schauen alle so. Und dann fangen sie aber erzählen von sich an. Ja. Und ja. Wenn der das dann gemacht hat, 5 Minuten, dann bin ich vielleicht bereit, auch zu sagen, was mit mir ist. Aha, okay. Das ist ein total sofort super so umgedreht. Ja, sofort. Und zwar innerhalb von Zehntelsekunde. Ja. Damit kann man das so ablocken und es ist damit das vorbei. Für mich. Ja, das unbedingt. Ist super, ja. Machen Sie das. Ja, ohne Scheu. Ich frage ja auch mehr. Also das ist ja, gib mal Frau Friedrich, das kann sehr Neugier sein, Interesse, positiv formuliert. Es kann aber auch schon viel mehr damit schwingen. Ne? Ja. Was ja. willst du überhaupt? Was hast du hier zu suchen? Genau. Positiv gemeint ist es meistens nicht so. Ja. Und das ist ja. Und ich glaube, das ist zumindest so, wie wir so mitbekommen als schwarze Menschen, die Fragen, die wir nicht so gerne hören, weil wir wissen, ab dem Moment, wo es kommt, heißt, du gehörst gar nicht hierher. Kann ja gar nicht deutsch sein. Oder man kommt in eine Schublade. Ja, wahrscheinlich. Ja, weil, ja. Ich denke mir, der Fragende hat schon eine Antwort im Kopf. Genau. Ja. Oder umgekehrt, er hat schon ein Kommentar oder eine Meinung, über, egal was du erzählst. Ja. Und das, wir selektieren dann und machen unsere eigenen Gedanken Bild. Oder eigenes Bild, was eben sehr oft dann falsch ist. Ja. Aber total. Das ist der Mensch. Ja, aber dafür sind wir ja da. Die Frage ist, wie geht's euch? Andersrum. Andersrum. Ja. Also ich weiß, dass viele, also besonders meine Freundinnen, die Mix sind, das heißt Mutter weiß, Vater schwarz, die werden sehr aggressiv. Weil diese Frage, das ist für viele so, was soll das? Ich bin hier geboren. Warum fragst du, woher ich komme? Ich kann natürlich, wenn ich Leute wirklich respektiere und die stellen trotzdem so eine Frage, sage ich, ja, ich bin in Ghana geboren, in Kiel aufgewachsen. Aber die meiste Zeit, wenn ich unterwegs bin und ich habe nicht 3 Sätze mit Leuten ausgetauscht, sage ich, bin aus Kiel. So. Und dann heißt es, nein, ich meine, wo kommst du wirklich her? Und dann denke ich mal so, okay. Aber dann werde ich jetzt einfach, wo kommen Sie denn her? Erzählen Sie doch mal. Das ist vielleicht mal eine gute Sache. Ja. Ich habe mal ein paar Jahre in Spanien gelebt und dann haben halt Spanier auch gefragt, ja, wo kommst denn du her? Ja. Ja, aus Deutschland. Nee. Jetzt sag mal, wo du wirklich herkommst. Ich so, ja, Entschuldigung, ich bin Deutschland. Schon wieder, ne? Auch wenn man das nicht sieht oder so, aber ich war noch nie woanders. Und wie ich halt in Spanien war, haben halt die Spanier mich nicht als Deutsche erkannt oder sehen wollen. Und nachdem Odor auf den Markt kam, habe ich mich an einem zweiten Buch rangemacht. Und das zweite Buch heißt Odor und der Beginn einer großen Reise. Ein bisschen angelehnt an meine eigene Erfahrung. Und da werde ich ein bisschen was vorlesen. Das war mein Nachwort. Kinderbücher sollten Spiegel der Welt und Fenster zur Welt zugleich sein. Ein Spiegel, mit dem Kinder lernen können, ihr Leben zu reflektieren, und ein Fenster, welches ihnen die Chance gibt, das Leben eines anderen Kindes kennenzulernen. Ebenso sollte Storytelling ein Spiegel der Gesellschaft sein, durch Geschichten, in denen wir alle vorkommen. Meiner Meinung nach gibt es in deutschen Kinderbüchern jedoch zu wenig Vielfalt hinsichtlich Kultur und Hautfarbe. Dadurch haben Kinder mit anderer Hautfarbe, einem anderen kulturellen Hintergrund oder einer körperlichen Andersartigkeit kaum positive Identifikationsfiguren. In der Schule und in den Medien werden zum Beispiel über schwarze Kinder oft in Zusammenhang mit den Themen wie Armut oder Krieg besprochen. Stereotype Darstellungen in Film und Fernsehen tun ihr Übriges. Es ist mir daher ein besonderes Anliegen,
dort anzufangen, wo Kinder leicht formbar sind. Bei den wo der Mensch leicht formbar sind, bei den Kindern. Denn Rassismus ist nicht angeboren, er wird gelehrt. Deshalb ist es umso wichtiger, Kindern bereits im Kindergarten vielfältige Bücher und Spielsachen zu präsentieren. In der Hoffnung, dass sie auf diese Weise zu weltoffenen Erwachsenen werden. Vielfalt bedeutet für mich, dass wir Geschichten erzählen, in denen sich die verschiedensten Menschen wiederfinden. Menschen unterschiedlicher Herkunft, gleich welcher Religion, Menschen mit körperlichen Herausforderungen, mit unterschiedlicher sexuellen Orientierungen und so weiter. Das gilt nicht nur für Kinderbücher, sondern auch für Geschichten, die fürs Fernsehen geschrieben und produziert werden. Ist Ihr Vater zum Studieren nach Deutschland? Ich habe es aufgebaut, dass der Vater hier studiert hat. Er ist Mediziner und ist fertig und hat einen Job. Zum Schluss sehen wir natürlich, Odo, wie sie ein bisschen sich fragend daneben gestellt hat. Und die Mama und Papa haben sich umarmt, haben sich gesehen. Und da steht sie. Und es gibt noch einen dritten Teil. Und das ist quasi das Leben von Odo in Deutschland. Wilbur Olindi, kennen Sie den? Wie bitte? Wilbur Olindi? Nein. Ein Basketballspieler aus USA. Aha. Der hat in Göttingen gespielt. Sein Sohn ist jetzt Nationalspieler. Okay. Meines Wissens ist er auch in Deutschland geblieben. Ja. Also ich weiß nicht, weil ich als Jugendlicher Basketball gespielt habe, das war mein Hero. Hero, ja. Kenne ich nicht, nee. Ich glaube, der ist noch in Göttinger Raum da. In Göttinger? Mhm. Ganz kurz, also Sie sind aus Hamburg und wohnen in München oder wo? Ich wohne in München, aber ich bin nicht aus Hamburg. Das ist nur einfacher zu sagen. Ich komme aus Brunsbüttel. Sie werden es kennen. Ja, ich kenne Brunsbüttel. Ich habe gar nichts gewusst. Sie haben auch ein Dorf, ne? Weil ich in München. Ja, vor 22 Jahren bin ich in Heimhausen, also wirklich ein kleines Dorf im Norden von München, umgezogen. Mhm. Ich frage das aus einer bestimmten Erfahrung heraus. Und dann bin ich eben halt beim Einkaufen mit Gerei oder im kleinen Supermarkt. Das ist wirklich ein Dorf. Jenny kennt das. Mhm. Und dann kam ich in Gespräch oder irgendwo mit einer ältere Dame, also wirklich eine Oma, so keine Ahnung, 70, 80. Und dann kamen wir in Gespräch nach ein paar Mal und so kannten wir uns. Und dann sagt sie mir auf einmal, du bist mir eh lieber als ein Preuße. Mhm. Ja? Haben Sie sowas mal erlebt? Ja, permanent. Hm? Dauernd. Ja, also ich muss leider feststellen, es braucht keine Landesgrenze, ja, es braucht auch nicht zwingend Hautfarbe für Abgrenzung. Ja. Okay. Und Abgrenzung findet so viel statt und manchmal von einem Dorf zum nächsten, da braucht es 15 Kilometer. Das ist das Identitäre, glaube ich. Ich frage mich tatsächlich schon ganz lange, warum? Ne? Warum diese Abgrenzung, warum die Neigung, die oft noch da ist? Also ich habe auch ein paar Sachen, wo ich das erklären kann, erfahrungsgemäß, dass eben halt von ein paar, nicht alle, aber es ist repräsentativ, ein paar aus Preußen, die eben halt sehr arrogant öfters gesagt haben, und ich bin schon wirklich 35 Jahre hier und ich habe hier studiert und promoviert, und immer gesagt, wir haben diese Wow-Wow hier die Zivilisation beigebracht in Bayern. Ne? Also das habe ich schon öfters gehört. Gut, einige schreien danach. Bitte? Einige schreien danach. Und aus diesem Grund denke ich eben, dass die Bayern, und dann natürlich, das ist jetzt also neu, aber von früher auch, also dieses Preußentum und alles, war auch nicht ohne. Ja, das ist ganz viel in der Historie und sicher auch ein bisschen so Urinstinkt. Ja. Schutz vor Fremden. Ja. Und so. Aber ich finde es ganz schwer, weil sich das oft noch hält. Und ich stelle dann aber auch fest, wenn man das mal spürt, dass man dann auch möglicherweise, nicht falsch verstehen, aber so ein bisschen verkrampft, ein bisschen empfindlich wird. Mhm. Also ich mag zum Beispiel nicht den Slogan vom FC Bayern, dieses Mir San Mir, ich mag den nicht. Mhm. Ja, weil der spüre ich schon auch so ein bisschen... Ja, Ausgrenzung, definitiv. Ausgrenzung, ja. Also klar. Den haben sie auch jetzt runtergenommen von ihrem Trikot. Dieses Jahr haben sie ihn runtergenommen, endlich. Aber gab dann wieder Proteste, dass sie ihn runtergenommen haben. Dieser Spruch zeigt genau, was Sie vorhin beschrieben haben. Immer dieser Abwehrreflex von einem Dorf zum anderen. Mhm. Dieses Mir san Mir, ja.
Wir sind besser. Da kommst du jetzt nicht rein. Ja? Also ich bin in Bayern geboren, ich weiß das, wie es ist. Also ich bin aus Bayern und wenn mir jemand kommt, wo kommst du her? Ich bin Bayerin, das fertig. Ja, man hört also, auch in der Sprache. Ja, natürlich, ich kann das, ich kann es. Wenn ich nicht will, dann spreche ich anders, dann merkt man es vielleicht nicht, aber das ist genau, das mir ist an mir, ja. Dann bist du schon mal niemand. Aber ich habe das immer halt ungemünzt. Ja. Genau, ungemünzt in diesem Projekt Mia Sandar. Ja. Ah, okay. Und die Moderatorin in der ersten Podiumsdiskussion, wo man eben Migrantin oder Nicht-Migrantin, wie gesagt, also auch Frauen, die hier geboren sind, seit in der dritten, vierten Generation, und dann haben sie mich gefragt, wieso nennst du mich Migrantin? Ich kenne Migration gar nicht. Ich war immer hier, meine Oma ist hier gekommen von Griechenland. Aber ich habe woanders nicht gelebt, außer das eben beim Reisen. Ne? Und genau dann, ich habe das übernommen, so Mia Sandar, und die Moderatorin hat gesagt, um mir gehen die weg. Da gibt es so ein schönes Lied von Dreiviertelblut, das heißt, Mia Sandar nicht nur wir. Wir? Wir sind nicht nur wir. Ah ja. Sie haben es vorhin gesagt, das Bereichernde, das Öffnende. Ja. Ich denke mal, die Kulinarik zeigt uns das, wie schön es ist, dass es viel gibt und nicht nur eines. Ja. Wenn wir das übertragen könnten auf mehr Bereiche, noch mehr. Also deswegen habe ich ja noch Entwicklung gefragt. Ja. Ich hoffe und ich bilde mir ein, dass sich etwas tut. Ja, so ich hoffe, dass es weitergeht. O sea, un país que recibe tantas razas, tantas etnias, debe preparar a los docentes para esa integración. Also mein Land, das jetzt schon, es ist auch offiziell als Einwanderungsland. Ja. Und so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen sagt, das sollte auch bereit sein, eben halt das in den Strukturen, was wir haben, eben halt dazu dementsprechend sich zu öffnen. Absolut, und beziehungsweise, wir verlangen das. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, ich sehe euch alle weiter. Dankeschön. Und ganz vielen Dank auch dir fürs Kommen, vielen Dank für die Zeit, dass wir uns so viel gelernt haben und so viele Menschen dann uns ausgetauscht haben und dass eventuell hoffentlich nächstes Jahr auch wir weitermachen und dass die Bücher hier auch ankommen in den Schulen. Ja, das wäre schön. Und danke also, fürs Kommen, für Interesse. Danke. Wer sich in der Schulbehörde auskennt, gerne. Ja, gerne. Und vor allem für die vielen persönlichen Geschichten auch von Ihnen. Also, weil das ist genau das, also, was Sie in Ihren Büchern schildern. Mhm. Und das eben zu dem Kennenlernen beiträgt, dass man, wenn man sich persönlich also kennengelernt hat, glaube ich, ist die Einstellung face to face ist dann, glaube ich, auch ganz anders. Ja, also, und nicht mehr fremd. Ja. Also das, was uns eben unter Umständen Angst macht. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Thank you.